Depression nach einer Trennung. Was kannst du tun, um aus diesem Schmerzkörper wieder rauszukommen und wieder mental und körperlich aktiv und voller Lebenskraft am Leben teilhaben zu können? Viele, die durch Trennungen gehen, ich selber habe das auch erlebt, so leiden oft, manchmal jahrelang danach an einer Depression, um das Ganze zu verarbeiten. Gerade nach toxischen Beziehungen. Und das Wichtigste ist erst einmal, dass du alles, was du tust, alles, was passiert, mit ganz viel Selbstliebe annimmst. Also Selbstliebe ist das Allerwichtigste. Das ist das Schwierigste und die größte Herausforderung. Wenn wir in unserer Selbstliebe sind, in Verbundenheit mit uns und unserem Herzen, dann sind wir meistens auch nicht depressiv. Trennungen verschließen das Herz. Wir werden abgewiesen, wir werden enttäuscht, wir werden verletzt. Das, was wir uns aufgebaut haben, das Bild, was wir in dieser Beziehung hinein projiziert haben, zerbricht einfach in tausend Teile und ist nicht mehr da. Und wir leiden deswegen. Deswegen jetzt von mir ein paar wichtige Leitfaden, wie du damit umgehst. Vorab, wenn du eine Frage zum Thema Rückeroberung hast oder ähnliches, mach den Test unten unterhalb von Video. Da bekommst du von mir persönlich unter Nennung deines Namens in einem Video-Coaching ein 1:1-Coaching, bei dem ich dir wirklich mit deiner Geschichte anhöre und dir weiterhelfe. Nutze diese Möglichkeit, es wird dir extrem weiterhelfen. Und jetzt zurück zum Thema. Also, Selbstliebe, Selbstliebe und nochmals Selbstliebe sind das Allerwichtigste und auch die größte Herausforderung. Aber gleichzeitig ist die Depression, ich will mal sagen, tatsächlich auf gewisse Art und Weise auch ein Geschenk. Denn sie zeigt dir gerade genau die Teile, an denen du dich nicht liebst, durch die Trennung selbst. Das heißt, du hast genau jetzt einen Zugang zu Anteilen in dir, in denen deine Selbstliebe fehlt, in denen dein Herz dir gegenüber verschlossen ist. Und wenn du das richtig nutzt, so, dir das richtig bewusst machst, hast du eine Chance, eine sehr gute Chance, eben mit dieser Angst ganz anders umzugehen, oder mit dieser Depression ganz anders umzugehen. Sie nämlich nicht mehr als eine Qual und eine Bürde zu sehen, sondern als eine Möglichkeit, auch eine Herausforderung. Und bevor ich dir jetzt sage, mit welchen drei Elementen du die Depression angehen solltest, was mir damals extrem geholfen hat, meine Trennungsdepression zu überwinden, also wirklich sehr geholfen hat, sehr, 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 sehr geholfen hat, möchte ich dir jetzt nochmal ein paar wichtige Sachen dazu mitgeben, wie du im Allgemeinen damit umgehen musst, mit diesem Gefühl der Depression, das du in dir trägst, diesem Gefühl der Schwere, das dich ausladen lässt, langsamer macht und den Lebensmut und die Lebenskraft nimmt. Und das allererste, was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass du in eine bewusste Wahrnehmung der Achtsamkeit gehst mit dir und dem Gefühl, dass du gerade durch diese Trennungsdepression hast. Das heißt, du musst die Ursache erkennen. Woher kommt diese Trennungsdepression? Woher kommt das? Was in mir fühlt sich gerade so unglaublich schwer an? Und oft ist es ja so, dass die Motivation raus ist, dass man körperlich keine Kraft mehr hat, dass man keinen Antrieb mehr hat, dass man nicht vorwärts kommt, weil irgendeine Last, die vielleicht schon weit vorher entstanden ist, jetzt durch diese Trennungssituation nochmal getriggert wurde und ausgebrochen ist. Und ganz oft sind das Themen wie Verlustangst. Deine Verlustangst wurde auf einmal richtig aufgerissen, denn du bist gerade im Verlust durch die Trennung. Die Angst, nicht geliebt zu werden, das sind alles unsere Urängste. Du wirst gerade nicht geliebt, so. Das wird es gerade richtig aufgerissen, so. Die Angst vor Abweisung, auch das wird gerade richtig aufgerissen. Die Angst, nicht gut genug zu sein und so weiter. Das sind alles Urängste in uns, die wir in uns tragen. Das bedeutet, wenn du dich jetzt in dieser Trennungsdepression befindest, ja, ist der Ursprung dahinter zu einem sehr großen Teil diese Urangst, die jetzt im Körper zu fühlen ist. So. Und ich beschreibe das immer so, dass eben durch eine Trennung das Herz verschlossen wird. Im Herzen sind wir glücklich, so. Und durch die Trennung wird es wieder verschlossen. Und deine Aufgabe ist es eben, wieder zurückzufinden, es wieder zu öffnen. Das heißt,
Du bist jetzt in diesen Urängsten drin, ausgelöst durch die Trennung. Ist ja klar, irgendwo muss diese Depression ja herkommen. Sie kommt ja nicht durch die Trennung. Sie kommt durch Ängste, die durch diese Trennung getriggert werden. Ja? Und da musst du halt wissen, was für Ängste das in dir sind. Das ist Punkt 1. Und dann mach dir eine Sache bewusst. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir unsere Ängste heilen können. Und das macht das Leben gerade für dich. Und die besteht darin, dass wir durch diese Ängste durchgehen. Wir müssen da durch. Wenn wir da nicht durchgehen, können wir sie nicht heilen. Und erst wenn wir da durchgehen und sie fühlen, sie durchstehen, dann lernen wir auch, sie zu akzeptieren. Und wenn du diesen Prozess als diesen annimmst, ja, und auf diese Art und Weise in diesen Prozess reingehst, hast du nochmal die Chance, das Ganze aus einer komplett anderen Perspektive wahrzunehmen. Also aus einer komplett anderen Perspektive. Nicht mehr aus der Perspektive, ich armes Ding, ich kann nichts, bin nichts oder sowas und ich werde nur abgewiesen, immer Misserfolg, Beziehung und so weiter, was eben bei dir das Thema ist. Rein in die Perspektive, wow, da habe ich noch ein ziemliches Defizit, an das ich hier arbeiten kann. Wow, das Thema Abweisung muss ich mir echt mal anschauen. Wow, das Thema Verlustangst muss ich mir mal anschauen. Wow, das Thema, ich bin nicht gut genug, muss ich mir mal anschauen. Und was du halt tun kannst, um das zu beschleunigen, da rauszukommen, ist, dass du in diese Schwere, die du da spürst, ja, in diese Depression, die du da spürst, ganz bewusst so viel Liebe, Akzeptanz und Annahme reingibst, wie du nur kannst. Ja? Das ist die Lösung, eine der wichtigsten Lösungen. Gib so viel Liebe da rein, wie du nur kannst. Liebe deine Angst vor Abweisung. Akzeptiere, dass du eben auch abgewiesen wirst. Und liebe dich als Mensch, als Person, wenn du abgewiesen wirst. Liebe dich, wenn du abgewiesen wirst. Jetzt bist du richtig in diesem Gefühl, dass du vielleicht irgendwann als Kind mal erlebt haben könntest, diese Abweisung, die jetzt wieder aufbricht, so, dann liebe sie. So heilst du halt. Ne? Und deine Depression lässt viel, viel schneller nach. Liebe die Angst des Verlustes. Liebe, wenn du verlierst, wenn du etwas verlierst. Liebe dich in dieser Angst, so, dass du nicht mehr von dieser Angst gesteuert wirst. Und nimm diesen Prozess als einen Prozess wahr. Nicht als eine Schwere, durch dein Leben mitzieht und dir viel kaputt machen möchte und wird, sondern als einen Prozess, dem du sogar dankbar entgegenschauen kannst, weil jetzt bist du da richtig dran an diesen Dingen, wo du dich sonst nicht liebst. Jetzt ist es mal richtig geöffnet. Und was ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, gerade bei Depressionen, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist, mit Vergebung zu arbeiten. Ja? Also sprich in die Energie, wo du diesen Schmerz fühlst, vom Verrat, von der Liebe, die du hast, wo diese Wut eben sitzt, darauf, dass das so passiert ist, oder vielleicht auch dieser apathische leere Blick von diesem Nicht-Wahrhaben-Können, dass das tatsächlich so ist. Und sprich in genau diese Energie, so viel Vergebung rein, wie du kannst. Je mehr Hingabe du dafür nimmst und dafür hast, für diese Entwicklung, desto eher kannst du auch diese Depression in etwas ganz anderes umkehren, in Wachstum in wahre Selbstliebe, denn du bist jetzt so nah an deinen Ängsten wie noch nie. Du hast die Möglichkeit, dich diesen Ängsten hinzugeben und von ihnen überrollen zu lassen oder dich ihnen zu stellen. Wie? Also Ängste bekämpfen ist keine gute Idee. Sie lieben, sie akzeptieren, sie annehmen und auf diese Weise damit arbeiten. Es reicht aus, wenn du jeden Tag 10 Minuten, vielleicht auch 20, je nachdem, in diese Ängste, die du da hast, in diese Depression, ne, sage ich mal, diesen Schmerzkörperdepression, so viel Liebe reinsprichst, wie du nur kannst. Und je mehr du das machst, Liebe, Vergebung, Dankbarkeit, all diese Sachen, und je mehr du das machst, je mehr du das tust, desto eher wirst du merken, wow, mir geht's jeden Tag verdammt nochmal immer besser. So, das verspreche ich dir, wenn du das wirklich ernst nimmst und das wirklich umsetzt. Klar, es ist ein Prozess, du wirst immer wieder rückfallen, aber darum geht es ja, dran zu bleiben. Du hast ein Muster, das dich in diesen depressiven Schmerzkörper reinzieht und jetzt musst du eben ein Gegenmuster schaffen, das dich da wieder rausholt. Und das schaffst du nur mit Hingabe, ja? mit Leidenschaft, wie auch immer du das nennen möchtest. Je mehr Willenskraft du hast, desto besser. So, das ist Punkt 1, der ganz wichtig ist. Und jetzt kommen wir zu Punkt 2. Es ist ganz entscheidend, dass du versuchst, die Depression auf verschiedenen Ebenen anzugehen. Ja? Einmal die mentale Ebene, die haben wir jetzt schon besprochen, dass du halt, oder die emotionale Ebene, dass du das, was du da fühlst, diesen Schmerz, den du da fühlst, mit ganz viel Liebe füllst und Annahme füllst und Selbstliebe. Aber es gibt auch noch den körperlichen Bereich. Den darf man auch nicht unterschätzen.
Depression kann so in bestimmten Fällen auch wirklich körperlich bedingt sein. Dass du auch da schaust, dass du wirklich auf eine gesunde Ernährung achtest. Ganz wichtig bei Liebeskummer. Ernähre dich gut. Unser Hormonhaushalt steht total Kopf. Das geht alles drunter und drüber. Das ist auch Selbstliebe. Selbstliebe heißt auch, ich kümmere mich um mich und um meinen Körper und passe auf. Deswegen Ernährung, darauf solltest du achten. Sport, ganz wichtig. Wir leiden durch eine Trennungsdepression massiv unter einem Serotoninmangel. Und Sport dagegen produziert Serotonin. Wenn du jeden Tag eine Stunde richtig hart Sport treibst, wirst du ganz schnell merken, es geht dir immer besser. Stück für Stück. Du fühlst dich tatsächlich besser. Du bist nicht mehr so in diesem Trennungsfilm drin, sondern es geht dir immer besser. Und ja klar, es ist halt manchmal so, dass wir total am Boden sind und zu nichts Lust haben und zu nichts Kraft haben. Das ist halt die Power, mit der Trennungsschmerz arbeitet. Deswegen ist es eben so wichtig, eine Gegenkraft aufzubauen. Einfach so wie ein Roboter aufstehen, Turnschuhe an, rausgehen, eine halbe Stunde Kurs joggen, fertig. Mehr nicht. Einfach nur wie ein Roboter das ganze Ding durchziehen. So habe ich es damals auch gemacht und es hat mir extrem geholfen. Der nächste Punkt, Sport, Ernährung, viel für den Körper tun. Und das sind so auf körperlicher Ebene, sage ich mal, so die wichtigsten Sachen, und mit denen du halt erstmal so entgegenwirken kannst. Das heißt, wir haben insgesamt zwei verschiedene Ebenen. Die mentale, die extrem wichtig ist, auf die du extrem achten solltest, an der du auch wirklich viel arbeiten solltest. Und zum zweiten Punkt, wirklich die körperliche Ebene, mit der du auch arbeiten solltest. Ebenso, in Klammer gesetzt, haben wir auch noch die ich nenne es mal die geistige Ebene. Also wie gehst du in deinem Gedankenkonstrukt mit der ganzen Situation um? Versuchst du, möglichst viele positive Gedanken zu haben? Oder gibst du dich einfach immer wieder dem Selbstmitleid hin und lässt dich sozusagen von ihm verführen in diese Komfortzone, dass ich erwarte gar nichts mehr vom Leben und lass mich einfach nur ins Nichts fallen, hinzu, ich versuche jetzt das Maximale aus dieser Situation rauszuholen, um möglichst schnell wieder glücklich zu werden. Auch das ist wichtig, wie richtest du das gerade aus? Je nachdem, wie du da deine Mindmap ausrichtest, wirst du eben schneller oder langsamer aus dieser Depression rauskommen. Und auch da immer, was ich dir empfehlen kann, ist da mit sehr viel Achtsamkeit in diese Trennungssituation reinzugehen und dich immer zu beobachten, wann du wieder destruktiv bist für dich und durch dein Denken und durch dein Handeln dir Steine in den Weg legst und dir das genau anzuschauen. Und sobald du merkst, okay, hier bin ich wieder destruktiv, sofort Richtung ändern und wirklich von der Mindmap in die Richtung gehen, dass du alles, was du tust, für dich tust und dass es wichtig ist, dass du eben auch im Gedankengang möglichst positiv arbeitest, denkst und vorgehst. So, das ist ganz entscheidend. Eine Trennungsdepression ist niemals einfach. Es ist immer eine große Herausforderung, mit so etwas umzugehen. Und der wichtigste Leitfaden, den du hast, ist, dass du anfängst, erstmal nur mit den einfachen Gedanken rauszugehen aus dieser Selbstzerstörung, die vielleicht irgendwo da ist, und mit aller Kraft in die Selbstliebe gehst. Das ist etwas, das kann dir niemand abnehmen. Das ist etwas, das musst du ganz alleine entscheiden. Du entscheidest, machst du das oder nicht. Und da gibt es auch niemanden, der jetzt dir das, ich kann dir das halt so sagen, dass es hilft und dass es funktioniert, aber das wirklich umzusetzen, es wirklich zu machen, es wirklich für sich zu entscheiden, ich gehe jetzt den Weg der Selbstliebe, sage ich mal, und dann in die Entwicklung zu gehen, das ist etwas, das geht immer nur von dir aus. Und da kann ich dir nur eins sagen, aus ganzem Herzen, vertraue deiner Selbstliebe. Vertraue diesem Pfad der Selbstliebe. Vertraue ihm. Er wird unglaublich viele Überraschungen für dich parat. Egal, was du alles schon erlitten hast im Leben. Egal, wo du schon durchgegangen bist. Egal, wie schlecht es dir gerade geht. Egal, wie sehr du unter diesem ganzen Trennungsszenario leidest und was es dir gerade zeigt, wo du deine Defizite hast. Sobald du den Pfad der Selbstliebe betrittst, so, das ist auch meine Erfahrung, wird sich dein Leben verändern auf allen Ebenen. Beziehung, Beruf, Selbstbewusstsein, Persönlichkeit, einfach alles wird sich verändern auf eine Art und Weise, die du dir nicht mehr vorstellen kannst, wenn du diesen Weg langfristig wirklich beschreitest. Und egal wie schwer diese Gegenenergie ist, die dich in der Depression hält, ich kann dir nur eins sagen, vertrau drauf, dass es ist Angst. Natürlich haben wir Angst, das Herz wieder zu öffnen für
Hoffnung, ja, und dann wieder in diesen Prozess einzugehen, der Annahme des Lebens. Da haben wir natürlich Angst, die Trennung hat das Herz erstmal komplett verschlossen und das muss er erstmal wieder lernen zu vertrauen. So. Aber ich verspreche dir, wenn du diese Angst annimmst, wenn du diese Angst reingehst, wenn du dich mit viel Kraft diesen Herausforderungen stellst, die du da hast, dass du das Problem viel fundamentaler lösen kannst, als wenn du es einfach nur irgendwie durchstehst. So. Wenn du es bewusst angehst, bewusst heilst, sage ich mal, die Depression, wenn du bewusst positiv daran gehst, vertraue darauf, dass dieser Weg, trotz der Schwere, die du gerade fühlst, absolut seine Richtigkeit hat und des Todes seine Berechtigung hat. Eine größere Berechtigung als dieser Selbstmitleid. Vertraue darauf, das ist das, was ich dir da mitgeben kann zu diesem Punkt, dass es eben so schwer ist, sich in so einer Depression zu überwinden und aufzuraffen. In diesem Sinne, mach auch den Test unterhalb vom Video, wenn du zum Thema Rückeroberung Hilfe brauchst. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du hier einen Kommentar schreibst, wenn du Fragen hast. Und noch über ein Abo würde ich mich auch freuen. In diesem Sinne dann, bis später. Ciao.